Christina. Na, endlich. Ich habe schon jeden Tag gedacht, dass du kommst. Herr Schwertfeger hat gesagt, du kannst auch außer der Reihe kommen, nicht bloß an den Besuchstagen. Na, da bist du ja endlich, Kleinchen. Na, erzähl doch mal, wie geht's? Was machst du? Geht's dir gut? Ja, danke, es geht mir gut. Ach, Christina, wie schön, dass ich dich wiedersehe. Hast du das Haar anders? Wie immer. Ich dachte... Na, sag doch mal was. Hast du eine neue Stelle? Nein. Na, du wirst schon eine finden, was? Na, Christina, komm doch mal ein bisschen näher. Ja, so. Christina, Kleine, so sag doch mal was. Hast du mich noch lieb? Natürlich, das weiß ich. Du bist doch mein tapferes Kerlchen. Du lässt mich doch nicht im Stich. Wir beide, wir gehören doch zusammen. Nach dem, was alles war und ganz gleich, was noch kommt. Du bleibst doch bei mir, Christina, ja? Ich komme ja auch mal wieder heraus. Das kann bald sein. Dann hat sich alles aufgeklärt. Dann bin ich gleich wieder bei dir, Christina. Dann danke ich dir für alles, wie du zu mir gehalten hast. Und wegen deiner Stellung, Christina. Wenn du hier nichts findest, vielleicht versuchst du es in einer anderen Stadt. Laboratoriumsgehilfen werden doch überall gebraucht. Ja, das werde ich tun. Aber schreib dann sofort, wenn du in eine andere Stadt gehst. Ich hole dich dann zurück, Christina. Sobald ich kann. Ich muss jetzt immer an unseren Wahlspruch denken. Das Leben ist gefährlich, aber es übt kolossal. Ich möchte jetzt gehen. Schon? Aber es sind doch erst ein paar Minuten. Herr Kommissar, Sie darf doch noch bleiben. Natürlich, solange Sie wollen. Dem steht nichts im Wege. Ich möchte trotzdem gehen. Bleib doch noch, Christina. Hör mal, Christina. Was haben Sie denn? Ich möchte hinaus. Auf Wiedersehen. Christina. Na, Gabler. Ja?